Sony Interactive Entertainment präsentiert ein Spiel von Naughty Dog. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. So, und damit sind wir jetzt auch schon selbst am Steuer. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu The Last of Us Part 2. Ein Spiel, auf das ich und viele andere nach dem erfolgreichen ersten Teil lange gewartet haben. Und ja, ich freue mich, jetzt wieder in dieser postapokalyptischen Welt zu sein.
wo wir eine Art von Zombies haben, die infiltriert ist von irgendwelchen Pilzsporen. Ja, ich reite erstmal auf mein Pferdchen, immer unserem Bruder hier hinterher. Und dann mal gucken, wohin es geht. Und wo ist Ellie? Und wer ist eigentlich Paul? Und ist das ein schönes Licht? Hallo, schönes Licht. Du blendest ja gar, richtig. Ist ja toll. Halte L1 zum Galoppieren gedrückt. Okay, das kriege ich hin. Höher! Hat Tommy gesagt, da vorne. Habe ich schon gar nicht mehr gehört, so schnell war er. Halleluja. Schöne Aussicht ist schön. Ja, da gibt es wohl tatsächlich wieder Elektrizität. Aber das hat Tommy ja auch schon im ersten Teil halt so erwähnt. So, hey, wir haben das Wasserwerk wieder in Kraft gekriegt. Wir können Strom machen und, ja, mal gucken. Da hinten ist ein Häschen oder so. Kann ich das Häschen haben? So zum Mitnehmen, nicht zum Hieressen. Ups. Okay. Stabiles Pferd ist stabil. Nein, ich bin nicht nervös, während ich hier spiele. Nein. Ich gucke mir nur alles genau an. Wir wollen hier nichts überstürzen, ne? Ich gucke mir sowieso schon wieder viel zu wenig an. Das ist halt immer so bei mir. Ne, weil ich mir denke, so, ja, ich will auch weiter gucken. Eine Tankstelle. Oder zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Kann ich hier nicht runter und gucken und plündern und so? Ich meine, da kann man doch reingehen. Ich meine, gut, da wird eh schon alles geholt worden sein, aber man kann da reingehen, theoretisch. Aber durchs Fenster klettern und gucken. Nein? Okay. Dann nicht. Was, Jepp? Ich will wissen, was ist Jepp. Ich habe nichts gehört. Okay. Großes Stoppschild. Muss ich jetzt nach links und rechts gucken und gucken, damit mich keiner überfährt? Oder ist das egal? Osttor 2, ja. Ah, oh, guten Tag. Ich bin's nur. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich auch. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Hallo? Ellie? Scheiße.
Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Okay, muss ich jetzt selber spielen, ja? Mit links einen Akkord auswählen, okay? Okay, das ist cool gemacht an sich. Zum Anschlagen. Ah. Oh, übers Touchpad wischen, okay? Das ist grundsätzlich cool gemacht, so von der Mechanik her. Besser. Ich habe eine richtige Gitarre, ich krieg das besser hin. Was? Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt...
Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Oh Mann. Das ist dämlich. Träum schön. Diese extra schlechten Witze, die waren ja schon im ersten Teil toll. Mehr oder weniger. The Last of Us, Part 2. Eine sehr bassige Gitarre. Vier Jahre später. Scheiße. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Ja, ja, stressen Sie mal nicht. Riecht okay. Ja, kann man nochmal machen. So, dann können wir uns jetzt hier erstmal in Ruhe umgucken und mal gucken. Hier ist zum Beispiel halt ein Messer. Messer. Oh, ja, müde, das kenne ich. Ich kenne das Gefühl. Sonst hier ein paar Zeitschriften, aber ich glaube, also es sind nicht mal Zeitschriften, es sind die guten alten Comics. Das ist noch viel besser. Sonst hier ein paar Poster. Savage Starlight. Davon hatten wir die Comicreihe im ersten Teil. Und in Uncharted hing davon auch irgendwo ein Poster. Egal. Ist ja auch von Uncharted-Machern, da kann man das ja mal machen. So, sonst hier essen Rivoli, ja? Nicht Ravioli, nein, Rivoli. Okay, ein Badezimmer. Sieht aus wie bei mir. Irgendwo tropft da auch ein Wasserhahn, das ist ja toll. Ich hab's gehört, ich hab's genau gehört. So, aber sonst ist jetzt hier tatsächlich nicht allzu viel. Hier ist noch das Bett. Was ist hier für Dingens auf dem Poster? Beatrix Waters. Ah ja, Open Heart Tours. Da sind Fotos. Fotos! Ich will Fotos gucken. Was haben wir denn da für Fotos? Ich kann nicht ranzoomen, ne? Irgendwie. Auf jeden Fall auch ein paar Zeichnungen. Ich kann mir das leider nicht genau anschauen. Was steht hier? Blazing Bliss. The Best of. Ah ja. Okay, gut. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal unsere Jacke und dann mal gucken. Okay. Steht auf jeden Fall auch so ein komischer Astronaut auf dem Regal da. Einen Piff-Puff nehmen wir mal mit. Notizbuch, nie verkehrt. Sie ist anscheinend auch so ein bisschen Weltraum interessiert. Da steht auch der Roboter, den wir aus dem ersten Teil noch kannten, den wir für den Jungen mitgenommen haben. Und eine kleine Mini-Arcade-Maschine steht da unten. Ja, ja. Ja, ja. Ist ja schon cool. So, jetzt auf jeden Fall das Messer mitnehmen. Ganz wichtig. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Maria hat ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, haben bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Ach, Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles?
Ja. Na, bin ich immer gespannt, ob hier das Messer so haltbar ist wie im ersten. Hast du es gerade gesehen, ne? Wie die Hand durch den Handschuh geglitscht ist. Sauerei. So, bevor wir jetzt da hinterher gehen, wir gucken natürlich halt so, ey, was haben wir noch? Kann ich eigentlich irgendwie schnell rennen? Ist das hier R1? Nee. Also schnell rennen ist nicht. Wir können nur langsam rennen. Schnell ist vielleicht später. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Wieso denn das schon wieder? Ah, so geht ranzoomen, okay. Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie korrekt. Hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Ich auch nicht. Mann, schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Hey, Jesse. Hey. Hey. Ja, hier ist tatsächlich so ein bisschen Normalität wieder eingekehrt, ne? Ist ja schon irgendwie cool. Wie viele hast du gesehen? Vielleicht drei, ein Erwachsener, zwei Jungtiere. Sollen wir eine Patrouille schicken? Na, ein paar Bären sind bestimmt nicht schlecht. Die können uns helfen, indem sie ein paar Infizierte fressen. Oder die Infizierten fressen sie. Hängt vom Infizierten ab. Hängt vom Bären ab. Hier sind keine Untertitel. Ich will da mal ganz kurz gucken. Hier in meinen komischen Optionen. Untertitel. Sorry, ein Kampfdialog. Sorry, Dialog. Okay. Ja, dann gibt es dafür keine extra Untertitel. Okay. Ich wollte ja nur noch mal sicher gehen. Weil ich meine, im ersten Teil war das für solche 0815 Gespräche. Aber gut. Da soll ich durch? Kannst du nicht alleine die Tür aufmachen? Okay. Hey, also... alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Da, die Kinder haben mit Pferden gespielt. Es gibt wohl mehrere Pferde hier zu dieser Zeit jetzt. Das 0815 Fortbewegungsmittel der Neuzeit. Copper Peak Inn. Ein Hund, hallo Hund. Hey, hey, mein Alter. Ein hübscher Hund. Ja, hey, ehrlich. Ich musste mich um den Hund kümmern, okay? Es gibt Dinge, die haben Vorrang. Schneemann, ein Schneemann! Es gibt Dinge, die haben Vorrang. Ein Schneemann. Ich will auch einen Schneemann bauen. Aber in Deutschland gibt es nichts Schnee mehr. Das ist voll doof. Okay. Ich glaube, dann können wir jetzt einmal weitergehen. Tschüss, Hundi. Er hat ein Banjo. Irgendwann wollte ich mir auch mal ein Banjo zulegen. Ich mag den Klang von Banjos. Hey Jesse, bei den beiden hat es irgendwie schon immer geklappt. Hardware, auch nicht für PC. Oh cool, Bauteile. Nehmen wir mal mit. So, verwende gesamte Teile, um deine Waffen an deiner Werkbank zu verbessern. Nein, wirklich. Liegt hier so noch was? Wenn die jetzt hier schon, ne, irgendwie Bauteile liegen. Man muss ja mal gucken. Aber ich glaube sonst nicht. Oh krass, ne, dass jetzt hier wieder so eine Art Metzgerei wieder aufgemacht hat. Das ist schon cool. Weihnachtsbeleuchtung. Nicht schlecht. Was hier? The Winter Dance. Das war wahrscheinlich gestern, ja. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Olala Bier? Was? Olala Bier? Keine Ahnung. Manke India Pale Ale. Und was zum Lager? Okay. Eine 0815 Kneipe. Wie in jeder Kneipe. Ich hätte gedacht, dass in einer Kneipe eine Kneipe ist.
Komm bitte mal her. Ich komme ja schon. Wer bist du eigentlich? Bist du die... Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Oh, na schön. Seth. Seth, komm her. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Oh, Steak auf Sandwich. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. So, und die Maria hier, das ist doch die Freundin von Joels Bruder gewesen, wenn ich mich nicht irre, ne? Das sind irgendwelche komischen Karten. Sammelkarten. The King Twins. Jetzt gehörst du mir. Ah ja. The King Twins. Echte Namen Ophelia und Xander. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit keine. The Keen Twins kamen in einem Spark-Labor zur Welt und wurden als fehlgeschlagenes Experiment angesehen, dessen Ziel die Verbesserung der menschlichen Sinne gewesen war. Man setzte sie vor die Tür eines Waisenhauses aus, um das verlassene Paar erkannte schon bald seine Fähigkeiten. Ophelia kam gehörlos zur Welt und verfügt nicht über eine einzigartige Sehkraft, sondern kann auch Dinge im Infrarot- und Röntgenspektrum erkennen. Xander wurde blind geboren und kann meilenweit hören. Kein Schritt ist zu leise, kein Geheimnis sicher. Solange die beiden zusammen sind, sind sie sehr schwere Gegner. Helden. Ist das so eine Art Quartett oder was ist das? Karten zum Sammeln. Dart spielen ist nicht. Irgendwie komische Bilder. Kein Sir Francis Drake. Na dann. Dann können wir weitergehen, ne? Glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Auf den Bildern ist jetzt auch noch Zeug. Gut, gehen wir wieder raus. Da bin ich wieder. Was geht ab? Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Ellie! Ja, ich komme ja gleich. Ich muss hier nur mal ganz kurz stöbern. Vielleicht gibt es ja hier neue Comics. Diesen halben Comic-Laden hier. Und Kassetten. Vielleicht will ich davon eine haben. Nein. Oh. Warum denn nicht? Wir haben doch einen Walkman. Kennst du die Bachpfade? Nee. Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Kann ich hier reingehen? Sieht so nach einem wichtigen Gebäude aus, so dass es halt auch nicht nur verspiegeltes Glas hat oder so. Ellie, hast du kurz Zeit für mich? Nee, ich muss hier gucken. Ist eine Art Kindergarten oder so was oder Schule. Oder einfach nur. Keine Ahnung, eine Kita, Ort. Irgendwie so was. Was haben wir denn hier? Das große Schneemann-Festival. Deswegen wurde ein Schneemann gebaut oder so. Keine Ahnung. Attention, lost and found has moved. Jetzt haben wir wirklich bedauerlicher. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Ach, Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Ich passe immer auf. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen?
Hey, Dina! Können wir reden? Hey, Leute! Ich bin raus! Och, Mann! Wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen und... Du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst... Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! Entdeckung! Okay. Los, los! Schneller Wurf! Da. Oh. Neuen Schneeball. Bitte warten. Ha. Voll erwischt. Und schon wieder erwischt. Wieso unfair? Also echt. Alter. Wo kam der denn jetzt her? Ich seh dich, ich komme. So, hier nochmal ein bisschen Schnee. So. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wo seid ihr? Alter, wow. Doppelschneeball abgekriegt hier. Ich glaube, es hackt. Aua. Ich pack da gleich einen Stein in den Schneeball. Dann kannst du mal sehen, was aus einer Schneeballschlacht schnell werden kann. So. Doch. Na, wie war das? Hey. Hey. Wollt ihr noch mehr? Damit kommt ihr nicht davon! Gruppenkuscheln? Also nicht einfach drauflegen, okay. Los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann! Bin wohl selber schuld, was? Yep. Yep. Gehen wir. Ich will nur noch mal kurz gucken. Vielleicht haben die hier auch noch mal so eine komische Sammelkarte oder sowas. Muss ja gucken, ne? Ich sehe jetzt hier nichts davon. Auch hier nicht. Kann ich hier eigentlich einfach so rüberklettern? Nee. Wäre auch zu einfach, ne? Okay. Dann gehen wir mal. Bedarf noch. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Ja, wenn du es sagst. Guten Tag. Guten Morgen. Morgen. So. Hey, Ladies. Ich bring sie rein. Danke. Genau sollen wir es hin. Achso, wir kriegen jetzt die zwei Pferde da vorne, ja? Okay. Hey, auf. Machst du das ordentlich da? Ich hoffe doch. Liegt auch Brot. Kann ich mir so ein Brot nehmen? Ich habe Hunger. Was ist das? Assignments. Tatton County. Wilson Valley. Hoback Pass. High Creek. Alpine Valley und Colton Bay. Da und Joel und Tommy gehen jetzt hier Tatton County. Sehe ich das richtig? Unser Name da. Elk Creek. Da müssen wir hin. Okay. Das ist also unser Ressourcenbeschaffungsplan, ja? Was? Regeln immer. Bleib immer in Sicht mit deinem Partner. Komm nicht in Konflikt, außer der Konflikt kommt zu dir sozusagen. Hobby übersetzt. Adventure Beyond Mapped Areas. Geh nicht über die begrenzten Gebiete hinaus, die kartografierten Gebiete. Bleib nicht draußen nach dem Sonnenuntergang. Okay.
Das sind also die Regeln, die sie aufgestellt haben. Oh, danke für die Pferde. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Sie hat nicht ihre Waffe überprüft, ob da auch Zeug drin ist. Kinder. Munition. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Hey. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los, hier lang. Okay. Wer ist diese Frau? Und warum können wir die jetzt spielen? Warum ist das so wichtig, dass wir diese Frau spielen können? Ich habe keine Ahnung. Aber was wir mit dieser Frau erleben werden, das und vieles mehr, finden wir dann heraus in der nächsten Folge von The Last of Us Part 2. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.